Juhu! Und willkommen zu Let's Play Kirby Triple Deluxe in Welt 4. Yeah! So voll die geile Dschungelwelt, finde ich schnieke. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, weil ich bin ein bisschen krank und was soll das? Und deswegen kann es sein, dass ich euch vielleicht die ganze Zeit anrotze oder huste oder sonst was. Es tut mir sehr... Hilfe, was soll das? Was ist das? Hey, wie komme ich hier raus? Einfach nie mehr. So geil. Super, hat ja klasse funktioniert. Oh nee, das ist noch so eine hässliche. Kann man die nicht einfach töten? Komm, lass mich töten. Batschau. Weg bist du. Wie kriegst du das weg? Aha, eine Keychain. Ich mag meine Pornostimme. Pornostimmen sind toll. Yeah. Oh Gott, voll am Ausrasten, ey. Was ist los mit mir? Hä, da fehlt doch was. Das verstehe ich jetzt nicht. Man hätte mit Sicherheit irgendwie auf die andere Seite gekommen. Aber ist mir jetzt Wurst. Komm, wir machen einfach weiter. Wenn wir was verpassen, dann... ist es halt so. Ist mir doch Wurst. Und so. Ich hatte heute Sport und es war so dermaßen heiß. Ich wäre fast gestorben am sterbigen Sterben. Ich weiß gerade auch nicht, was ich gerade gesagt habe, aber es ist einfach so. Oh Gott, geh weg. Hilfe. Ich wusste, der macht sowas Gemeines. Ich glaube nicht. Was ist eigentlich mit dem Schlüssel? Okay, der wandert einfach mit seinem Hintern so voll in meinen Arsch rein. Okay, normal. Yeah, watcha, watcha, watcha. Yeah, yeah, yeah. Nein, ich möchte... Ja, wow, ich habe den mit dem Schlüssel beworfen. Das bringt total viel. Ja, yeah. Macht bestimmt mit Sicherheit richtig viel Schaden. Einfach den Schlüssel so in die Fresse kloppen. Ja, das ist meine Taktik. Das mache ich jetzt einfach mit allen Gegnern. Ich nehme mir einfach immer so einen geilen Schlüssel mit, der so voll sexy aussieht und klatsche alle Gegner weg. So mache ich das. Okay, ich denke mal, wir müssen hier hin, ne? Weil oben wäre der richtige Weg, aber wir gehen diesen Weg, oder? Hey, was verwirren die mich hier? Wieso sind hier so viele Türen? Okay. Aha, so, so. Okay, ich denke mal, das muss erstmal hier hin, ne? Damit ich die eine Scheiße da aufkriege. Patschau! Spawnen die Dingens es dann neu? Ja, tun sie. Okay. Ja, das muss ja halt in die Lücke, ne? Also hier rüber, 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 rüber. Quick, 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 quick. Okay, so. Hier bitte rein. Und da wegspieste. Da, 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 da. Wow, yeah! Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, was wollte ich überhaupt sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich heute Sport, es war heiß. Und dann durfte ich auch noch zu Fuß nach Hause gehen. Juhu, was eine Freude. Weil wenn ich Sport habe, dann schwitze ich erstmal voll, weil wir Badminton spielen und Badminton geil ist. Und es Sport ist und man sich beim Sport anstrengen sollte, weil es eben Sport ist. Es gibt Leute, die strengen sich nicht beim Sport an. Aber dann würde ich es an deren Stelle einfach halt nicht Sport nennen. Sport ist doch nur, wenn man sich anstrengt. Ansonsten kann man es gar nicht so bezeichnen, finde ich persönlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ja, ist zumindest meine Meinung von Sport. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Leute Sport verstehen, aber für mich ist Sport, wenn man schwitzt und sich anstrengt und nicht einfach nur rumgammelt und einen auf, oh, ich sehe so toll aus machen und so. Ist halt einfach so. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh, mach mich nicht kaputt. Hä, ich habe doch voll viel verpasst. Ach Gott, was macht der da? Der versteckt sich. Oh mein Gott, warte, ich brauche den Boomerang-Menschen, kann das sein? Okay, und patschau. Ah, scheiße. Warte. Nein, was ist das denn für ein Doofkopf? Okay, so, patschau. Ah, cool, hat er ja doch geklappt. So, da müssen wir mal gucken, wo das hin muss. Hier, denke ich mal. Oder? Ich weiß es nicht. Aua, tu mir nicht weh, du kleine Kackerwurst. Oh Gott. Ist es dein Ernst? Oh, nee, egal. Komm, wir machen das. Wir sind die Pros. Pro Power, yeah. Ja, also, ich habe Sport, dann schwitze ich und kann nochmal zu Fuß gehen. Also mit den anderen Sachen, die ich dann wieder angezogen habe und schwitze noch mehr. Das ist natürlich ein wunderschönes Ereignis. Ja, da freut man sich doch immer. Was ist das hier? Hä, der Maffe erinnert sich. Oh Gott, die Bananen brauche ich. Gib mir Bananen. Schick da Banane. Ich mag das Wort irgendwie. Eigentlich, ich glaube, diese Chiquita-Bananas sind eigentlich nicht so gut. Also zumindest so von den Arbeitsbedingungen und so, wie die hergestellt werden und so. Aber die haben voll den geilen Namen und das ist doch wohl... Ah! Oh Gott. Und das ist ja wohl ein Grund, sie zu kaufen. Nicht. Aber ich mag es, das auszubrechen. So, Chiquita-Banana! Das ist lustig. Das gefällt mir. Und ich habe ja in meinem Sims-Part erzählt, dass ich so auf dem Japan-Tag war und so. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und ja...
Ich bin natürlich immer noch krank. Voll geil. Ich war nämlich das Wochenende über krank. Dann bin ich halt zum Japan-Tag gegangen und wir haben was unternommen und bla bla bla. Und immer wenn wir irgendwas Cooles machen, bin ich einfach volle Kanne am Arsch und krank. Wie komme ich darüber? Wie geht denn das jetzt? Was war das gerade für eine pornöse Scheiße? Hä, wie funktioniert das? Ja, egal. Das ist einfach, oh, jetzt kommt wieder der Fate-Wams. Lass mich doch bitte in Ruhe. Was habe ich dir getan, mein lieber Freund? Oh Gott, noch einer Fetter. Und noch eine Fetter. Beste Deutsch. Ach, hier kann ich aber hin. Lala, ein Wunder. Aber mir fällt gerade auf, ich glaube, immer wenn man das Spiel neu startet, kriegt man auch wieder neuen, den Leben-Dingens zurückgesetzt. Kann das sein? Ich weiß nicht. Also, ich meine schon, dass es so wäre. Oh, mach kaputt. Wow, voll geil weggefetzt. Yeah, und ich habe das mega Hyper-Dingen gekriegt. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was diese Keychains bringen. Die sehen wahrscheinlich einfach nur schön aus, aber... Das ist so unnötig. Wieso sammel ich die überhaupt? Ich weiß es nicht. Oh, er ist so süß. Er hat so süße Augen. Oh Gott. Was ist manchmal los mit mir? Ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So, jetzt muss ich nur... Wow, das sieht nach mega epischer Endboss aus irgendwie. Hallo, ich habe dich getötet. Da freust du dich doch. Und weg ist er. So, jetzt muss ich halt nur noch gucken, wo die letzte Keychain ist. Kichen, das hört sich an wie Küche oder so. Ich weiß es nicht. So, welche hier? Nein! Zu Hilfe! Helft mir doch! Oh Gott. Was ist das? Und ich musste gerade husten. Tut mir leid. Und da habe ich das so unterdrückt und da hat sich so richtig abkratzend angehört. So richtig, bah, sehr ekelhaft und so, wisst ihr. Ja, wisst ihr Bescheid. Oh! Boah, Hilfe. Ah! Oh Gott, geh weg, lass mich... Oh, Hilfe, ich hab ihn aufgespießt. Nein, 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 stopp, stoppe das. Momentchen mal. Hier geblieben. Oh Gott, Hilfe. Oh, Hilfe. Ich möchte die Ananas. Gib mir Ananas. Gott, was ist mit mir los? Wow, das war ja gerade mal mega knapp. Ich liebe Ananasse. Ananasse! Ich glaube nicht, dass es die Mehrzahl von Ananas Ananasse ist. Ich weiß es nicht. Heißt es nicht einfach nur Ananas? Ich weiß es nicht. Was würdet ihr denn sagen, was die Mehrzahl von Ananas ist? Die Ananas? Eine Ananas? Zwei Ananasse? Ananassen? Ananas? Ich glaube, es ist einfach nur Ananas. Aber ist ja auch Wurst, nicht wahr? Und ich war heute einfach mal um 3 Uhr nachts wach, weil ich Nasenbluten hatte. Das war total geil. Hat total viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Nicht. Ist voll scheiße. Besonders schreibe ich, habe ich ja heute auch Französisch geschrieben. Und da ist es natürlich äußerst empfehlenswert, einfach mal um 3 Uhr nachts wach zu sein, nur weil Blut aus der Nase tropft. Mann, und ich hatte auch noch voll Schiss, dass ich dann nachher während der Klausur sowas kriegen würde, weil ich hatte das schon mal einmal, als wir einen Französisch-Test geschrieben haben und da dachte ich so, ja, das liegt bestimmt so schon, so schicksalsmäßig ist das vorbestimmt einfach, dass das immer dann passiert, wenn ich irgendwas in Französisch schreibe. Also habe ich mir so gedacht, ja, natürlich, das wird auf jeden Fall passieren, wenn es schon mal passiert ist. Stöhn noch mehr. Ich weiß, ich kann so gut stöhnen, da muss ich es auch zeigen. Warte. Da wäre jetzt bestimmt irgendwas Geiles gewesen, wenn ich weitergegangen wäre. Ach, scheiße, warte, ich hätte die Bälle gerne behalten, aber ich weiß es ja nicht. Vielleicht habe ich auch nichts vergessen, ich weiß es nicht. Komm, ich gucke jetzt aber mal an der Seite. Okay, nein, ich habe nichts... Ah! Boah, das war gerade ein bisschen knapp und so leicht. Ach, warte, ich habe gerade schon wieder das Gefühl, dass hier was ist. Aber hier ist nichts, wieso gucke ich andauernd nach und gehe dann wieder weg? Was soll denn das? Aua. Nein, mein Item. Mein Item, schwimmen gegen... Okay, das bringt ja nichts mehr. Ich so eine halbe Stunde gegen den Strom schwimmen, das bringt es. Ich kann auch einfach hier rausgehen. Ja, da habe ich euch einfach so ausgetrickst, meine Lieben. Oh Gott, ist das ein Fettwanz. Hä? Wie fett ist der denn bitte? Ist ja ekelhaft. Ja, genau das hier meinte ich nämlich, dass ich wahrscheinlich von diesen Dingern hier irgendwas verpassen werde. Aber ich habe es nicht verpasst. Oh Gott, Hilfe! Nicht mir ins Gesicht. Ah. Die explodieren nämlich nicht so nett. Hä? Was war jetzt genauso schwer daran? Ich meine, ich habe das Ding noch nicht mal ins Gesicht gekriegt. Und es sieht aus wie so eine kleine glückliche Melone. Ach, Melonen sind doch immer glücklich. Ich meine, die schmecken ja auch richtig geil. Also wäre ja traurig, wenn die nicht glücklich wären. Weil wenn sie nicht glücklich wären, würden sie mich auch nicht glücklich machen.
oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht, was ich immer rede. Übrigens bin ich jetzt im Literaturkurs drin. Ah! Oh Gott. Ja, weil wir haben in unserer Schule ja so drei Literaturkurse. Also einmal Theater, irgendwie was mit Medien oder so. Und halt Film. Und ich wollte natürlich in Film. Ist ja wohl klar. Ich meine, ja, ich bin voll der YouTube-Suchti und so. Und dann dachte ich, ja, passt ja eigentlich voll gut. Besonders muss ich dann auch keine Musik mehr haben. Weil Musik übelst scheiße ist und ich da echt keinen Bock drauf habe. So, ich verstecke mich jetzt hier gerade erstmal, weil der das Ding hier nervt. Watscha, watscha, watscha. Oh Gott. Ah, ich glaube, ich bleibe hier einfach mal. Ich finde geil, dass der ja nicht atmen muss, weil so hat man es eigentlich voll gut hier. Ist doch richtig leicht, einfach nur die ganze Zeit hier so rumzugammeln. Hä, der ist gerade gesprungen. Wieso komme ich auf dich? Ah! Das macht das einfach viel leichter, wenn man hier nach unten kann. Richtig unnötig. Boah, macht's krass viel Schaden. Richtig übertrieben. Nein, 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 nein. Hör auf zu watschen. Oh. Oh. Ah. Ja, toll. Genau da rein. Ja, komm schon. Oh, ernsthaft. Nein, du hast mich blatt gewalzt. Was war das? Besonders ist das nur noch so ein kleiner Millimeter gewesen und das habe ich natürlich nicht mehr geschafft. So, ich nehme mal mit, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding hier noch brauchen. Ah, Moment. Moment. Nein. Nein. Stopp. Nein. Ich wette, wir hätten jetzt irgendeinen Splitter gekriegt, wenn wir das behalten hätten. Scheiße, Mann. Hoffentlich kriegt man das doch irgendwo. Ich glaube nämlich, sonst habe ich wahrscheinlich... Ah, gut. Sonst hätte ich nämlich ziemlich verkackt. So, watcha, watcha, watcha. Yeah, yeah, yeah. Watcha, watcha, watcha. Yeah, yeah, yeah. Geh einfach noch mehr ab. Einfach was Cooles. Yes. Ah, warte. Stopp. Stopp. Boah. Boah. Der Fette, yeah. Geh doch einfach mal weg. Okay, so hier durch. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich schaffe das. So, und jetzt. Bam. Cool. Ich hoffe, es ist das zweite. Ja, es ist das zweite. Also auf jeden Fall bin ich im Filmkurs angenommen worden. Und das ist eigentlich schon was Besonderes, weil es haben sich 40 Leute gemeldet. Und nur 20 sollten da reinkommen, weil wir halt nicht genug Laptops und gar nichts haben. Weil unsere Schule technisch total am Arsch ist. Also so wie die ausgerüstet ist, ist das echt für den Arsch. Das muss man einfach mal sagen, so wie meine Schule ist. Wir haben auch so, wie heißt das? Oh Gott, Hilfe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aua. Ja, wir haben halt auch so Medienwagen und so ein Zeug und die funktionieren alle nicht. Und wir haben auch so einen Mega-Beamer und so und der funktioniert auch nicht vernünftig. Das ist natürlich sehr schön, weil da freut man sich auf jeden Fall, mit solchen Unterrichtsmitteln zu arbeiten, wenn es einfach nicht funktioniert. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe keinen Splitter mehr. Aber wir dürften eigentlich nicht an dem vorbeigekommen. Ah, okay, ich habe eine Idee. Also, erstmal auf die zweite Ebene, das ist schon okay. Aber wir dürfen jetzt nicht ins Tor rein und wir müssen hier rein. So. Yeah! Oh mein Gott, wir haben endlich mal alle Splitter. Oh, wo man wieder von Melonen redet. Melonen sind so geil. Ich liebe Melonen. Boah. Aber mein Vater ist auf die glorreiche Idee gekommen, die Melone einfach mal einzufrieren. Und seitdem schmeckt die so richtig scheiße. Weil wir hatten so eine, keine Ahnung, ich glaube so eine 6 Kilo Melone geholt. Und mein Vater diätet momentan und deswegen wollte der halt eigentlich... Oh, geil. Wollte der nicht mitessen und meinte, nee, Lisa, du kriegst doch nicht alles auf die 6 Kilo Melone. Und ich so, wohl. Weil ich esse voll gerne Melone und ich glaube, die wäre innerhalb von ein paar Tagen weggelesen. Weggelasert, genau. Weg gewesen. 6 Kilo hin oder her. Also, das wäre nicht so das Problem für mich gewesen. Da kann man ja ein paar andere Mahlzeiten auslassen. Ich meine, es ist Melone. Melone ist geil, okay? Ja, und dann haben wir die eingefroren und seitdem schmeckt die scheiße. Aber ich möchte nicht noch mehr komischen Kack erzählen, deswegen beenden wir jetzt erstmal den Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in diesem Level. Au revoir!